Hi und herzlich willkommen zu Part 19 unserer Werde-Berühmt-Challenge mit der lieben Hazel. Im letzten Part hatten wir einen sehr, sehr guten Auftritt. Ich bin maximal begeistert, wie toll Hazel das gemacht hat. Sie ist die geborene Schauspielerin und bereit für den Ruhm. Ich fühle das richtig. Und wir werden heute auch noch ein paar Trendy-Outfits kaufen, denn wir haben ein bisschen Geld, nicht so viel, aber wir werden noch ein paar Trendy-Outfits kaufen, um diese viel zu teuer zu verkaufen. Und ich hoffe, dass unsere Kasse dann klingelt. Und wir haben auch direkt das nächste Casting und ich hoffe sehr, sie bekommt die Rolle. Und bevor ich euch jetzt lang das Ohr abkaue, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Part. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und let's go! Ja, da ist unsere Hazel schon. Sie ist maximal müde. Es ist 5 Uhr am Morgen. Ich lasse sie jetzt nochmal eine Runde schlafen. Und sie hat morgen sozusagen um 9 Uhr das Casting. Und bis dahin muss sie eben noch diese beiden Fähigkeiten schaffen. Ich hoffe... Ja, jemand möchte etwas kaufen. Okay. Wie viel denn? Leute, jemand will unser 1000... Oh mein Gott! Okay, sie ist wieder wach. Der ruft da an. Jeb, keine Zeit. Oh mein Gott, wir haben 3 Outfits zu verkaufen. 1000 Simoleons, 500 Simoleons und 800 Simoleons. Girl, Abmarsch jetzt. Ach, sie muss alles einzeln verkaufen. Kein Problem für uns. Oh mein Gott, wir werden rich. Boah, 1000, ne? Die anderen werde ich jetzt auch direkt für denselben Preis anbieten. Vor allem der Hype ist einfach neutral. Geht es bitte verkaufen? Oh Mann, sie ist schon wieder verbuggt, Hazel. Sei doch nicht so. Ey, wir werden das jetzt auch für 1000 Simoleons anbieten. Ist mir sowas von egal. Wir werden richtig reich jetzt mit Trendy. Leute, ich sag euch das mal. Komm, Girl, verkauft es mal. Schneller. Auch für 1000. Kein Problem für uns. Wir sind uns sicher, das will jemand so haben. Ja, 1000. So. Und jetzt kannst du es bitte an den Käufer senden. Oh Mann. Also Reisen hilft da, aber es ist trotzdem nervig, dass das verbuggt ist, ne? So, jetzt gehen wir wieder nach Hause zurück. So, können wir es jetzt verkaufen? Sie steht jetzt mit den... Ja, jetzt geht's wieder. Ach, das ist so buggy, gell? Okay, kannst du das bitte auch direkt noch hinterher schieben? Sag jetzt nicht, ich muss schon wieder reisen. Das ist so verbuggt, Leute! Ah, jetzt geht's. Okay, alles gut. Alles gut. Ja, wir haben 2999 Simoleons. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir sind so rich. Ja gut, Hazel, komm, schlaf noch mal eine Runde. Du bist echt immer noch ein bisschen müde, ne? Dann gehst du kurz duschen und dann gehen wir in den Bubble Tea Shop und werden dort ein paar neue Outfits zusammenstellen. Und oh Gott, sie ist wieder sehr wütend. Wenn du jetzt schon wieder ein Herz, Kasper, kriegst, Girl, dann gibt's richtig, dann gibt's noch mal eine obendrauf. Ey, ehrlich. Was? Ja, Dominik, wir können Friends werden, mein Gott. Aber du kannst auch wieder gehen, weil du musst jetzt hier nicht in unserem Haus rumrennen. Geh bitte. Also, finde ich nicht in Ordnung, wenn die einfach in unser Haus immer kommen. So, danach kannst du auch auf Toilette, Hazel. Mick, keine Zeit. Oh, es ist schneefest. Das ist natürlich schön. Könnten überlegen, ob wir mit unseren Freundinnen zum Schneefest gehen. Oh, wäre doch eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht, ob Hazel das die richtigen Klamotten dafür hat. Ja, komm, wir reisen zum Schneefest. Achso, nee, warte mal, das muss ich anders machen. Stopp. Wir machen das hier rüber und sagen, Festival, Schneefest besuchen mit unseren Girls. Oh mein Gott, wo sind denn unsere Girls? Wieso? Timothy? Ich will jetzt nicht mit Timothy zum Schneefest. Und dann gehen wir halt alleine. Hazel braucht niemanden. Sie kann auch alleine zum Schneefest gehen, wenn keiner mitgehen will. Ist gar kein Problem für sie nämlich. Sie findet da Leute. Vielleicht kann sie den Skilehrer verführen oder so. Das wäre natürlich spannend. Vielleicht gibt es da jemanden, der ihr Skifahren beibringen kann. Wobei, ich glaube, wir sind im unteren Teil der Stadt und gar nicht oben auf dem Berg. Ach, guck mal, da gibt es ein Automat, wo du was essen kannst. Genau, hol dir mal was. Und lass dich bitte nicht vom Automaten erschlagen. Das wäre jetzt auch arg... traurig. Sieht äußerst schmackhaft aus, dieses Ding. Okay, Timothy ruft an. Das ist ja jetzt ein schöner Zufall, dass Timothy anruft. Sie sagt jetzt, oh nee, du, ich habe gar keine Zeit. Weißt du, ich bin gerade in Montgomery, aber Timothy, hast du Lust vorbeizukommen? Ich hänge hier ein bisschen ab. Du kannst gerne dazukommen, wenn du willst. Und er sagt, oh, ja, klar, doch, ich komme vorbei. Klar, warum nicht? Wie findet sie ihn denn? Achso, das macht sie ja bereits. Bis jetzt noch gar nicht. Er ist noch ein Teenager, das ändere ich kurz. Er ist kein Teenager. Alter festlegen, junger Erwachsener ist er nämlich. Kommt er jetzt vorbei? Ja, er wird gleich da sein. Perfekt. Vielleicht können wir mit ihm in die heiße Quelle gehen. Das wäre doch interessant. Oh, da ist er. Weil ein paar Dates braucht sie ja noch. Über den schlimmsten Tag aller Zeiten. Nee, warte mal, du hast gar keinen schlimmen Tag gehabt, Girl. Kannst du nicht machen. Herbeirufen. Und sie sagt jetzt, sie schreibt ihm jetzt eine SMS so, hey, ich bin drin in der Quelle. Oh, nee, sie geht raus und sagt, hey, ich bin drin. Ich war drin in der Quelle. Hey, Timothy, cool, dass du vorbeikommst. Ich wollte mal nachhören, wie geht's dir so? Wir haben uns seit der Schule nicht mehr gesehen. Und ich wollte mal fragen, was du so machst und so. Weil, weißt du, ich bin Schauspielerin. Ja, ja, ich hab's jetzt endlich geschafft, ne? Und er sagt, oh, toll, beeindruckend. Bei welcher Agentur arbeitest du? Naja, hier und da, weißt du, es gibt verschiedene Agenturen. Gerade probiere ich mich ein bisschen durch und das ist so toll. Mein Job ist wirklich sehr aufregend, weißt du? Und ich werde so oft gebucht auch einfach. Ich hatte schon ein paar Auftritte. Er muss ja nicht wissen, dass es erst einer war. Sie findet ihn normal, okay. Timothy, hast du Lust, mit mir in die heiße Quelle zu gehen? Wäre doch irgendwie cool, oder?
versuchen zu flirten. Oh mein Gott, das hat auch noch geklappt. Ich habe so einen stressigen Tag gehabt. Ich würde mich super gerne entspannen. Kommst du mit in die heiße Quelle? Und er sagt, in die heiße Quelle? War da noch nie drin. Wie ist es da? Es ist toll. Es ist ganz heiß, weißt du? Wenn du Lust hast, können wir zusammen reingehen. Oh Mann, jetzt können wir nicht zusammen duschen? Nein, okay. Warte mal, wir gehen mal kalt duschen und dann in die heiße Quelle. Sie muss dringend das kokette Gefühl erforschen. Oh, wir könnten uns jetzt wieder bei der Uni anmelden, sehe ich gerade. Interessant. Aber zusammen. Was macht denn die Lady hier? Raus da. Wir sind hier als Paar, also bitte geh. Die sagt, ja, okay. Oh, Timothy, setz dich doch zu mir. Mach's dir gemütlich. Nein, du bleibst da jetzt drin, Girl. Wir relaxen da jetzt together. Wir müssen sie jetzt auf andere Gedanken bringen. Oh mein Gott, er mag ihre komischen Arten zu flirten einfach. Es ist so schlecht, ey. Sie ist so aggro und trotzdem bringt's halt was, ne? Kannst du deinem Ärger irgendwie Luft machen? Wüten und toben. Okay, es hat ihr gut getan. Och, Hazel, jetzt bleib doch mal da drin, ey. Das soll dich doch entspannen, die heiße Quelle. Das entspannt sie echt nur so semi, gell? Jetzt bleib da drin, Mann! Leute, das passiert jetzt nicht schon wieder. Nein! Hazel! Du bist der aggressivste Mensch dieser Welt! Es ist nicht okay, dass du schon wieder stirbst! Nein, Girl, ich raste aus mit dir. Leute, was ist mit ihr? Nein! Oh, du Drama-Queen, ey. Hazel ist so eine Drama-Queen, Leute. Ihr geht es gut. Ja, Timothy, hättest du sie mal beruhigen können, oder? Dieses Spiel macht mich manchmal wahnsinnig. Zweimal in 19 Parts ist Hazel an einer Herzexplosion gestorben, Leute. Zweimal in 19 Parts. Ich glaube, ich spinne. Fange ich jetzt nochmal von vorne an, oder was? Ich glaube, ich spinne, ey. Ich glaube, ich spinne. Ich bin richtig wütend auf Hazel. Hazel, du kannst so froh sein, dass du mehrere Chancen durch mich hast, ja? Ich bin nämlich der Sims-Gott für dich, okay? Naja, gut, Leute. Neuer Tag, neues Glück, ne? Wir verkaufen hier nochmal die ganzen tollen Artikel. Wir gehen nicht zum Schneefest und du legst dich ins Bett, bis du ausgeschlafen bist. Ich wollte Timothy verführen. Schade. Dann halt nicht, ne? Jeb, nein, du bleibst da, wo du bist. Dann gehen wir duschen. Komm, Hazel, ausgeschlafen jetzt. Und dann verkaufen wir die Artikel hier. Erstes 1000-Dollar-Artikelchen. Simoleons-Artikelchen. So, mach schneller, Hazel. Los. Und jetzt verkaufst du das da. Na, wenigstens ist es jetzt nicht verbuggt, ne? Das ist ja schon mal etwas. Okay. Hat ganz klasse geklappt auch wieder. Sie will mit ihrem Bruder in die Wolken schauen. Ich weiß nicht. Okay. Also, wir können die Sachen ja gerade wieder nicht verkaufen. Das machen wir dann einfach später. Wir gehen nicht zum Schneefest. Möchte ich nicht mehr hingehen. Es ist ausgeschneit jetzt hier. Es ist nicht in Ordnung. Wir werden uns jetzt auf ihre Arbeit konzentrieren. Comedy-Fähigkeit erhöhen. Okay, dann mach mal ein paar Witze, Girl. Wie kann man das machen? Kokettes Gefühl erforschen. Ach so, das kann ich einfach machen, indem ich auf sie drauf drücke. Ist ja interessant. Und ich glaube, die Comedy-Fähigkeit kannst du vielleicht am Spiegel erhöhen. Schauspielen üben, Geschichten erzählen. Nee, aber sie könnte Witze erzählen, aber es ist jetzt keiner da, dem sie einen Witz erzählen könnte. Das ist ein bisschen traurig, aber naja, was soll man machen, ne? So, und dann kannst du das Gefühl bitte erforschen, ne? Boah, Mick, ey, was denn? Ja, mach doch. Lern doch Penny kennen, das ist mir doch relativ wumpel, ey. So, Schneefest? Welches Schneefest? Ich habe keins gesehen. Hazel, wie erforschen wir denn jetzt dein Gefühl? Jetzt ist es wieder weg, nämlich. Oder hast du das jetzt schon gemacht? Mein zartes Herz. Wegen Erforschung eines Gefühls. Mhm. Vielleicht muss sie kokett sein, um es zu erforschen. Kannst du im Internet lustig sein? Comedy! Kurzen Witze schreiben. Schreib mal ein paar Witze. Es ist wichtig für deinen Job. Ja, sie erhöht jetzt ihre Comedy-Fähigkeit. Hoffentlich. Nicht begonnen. Musst du etwa vor Ort Witze reißen? Wir können auch in die Karaoke-Bar. Du, da bin ich offen. Das, was du willst. Sie kann auch lustige Videos schauen. Oh, jetzt ist sie kokett. Kann sie jetzt ihr Gefühl erforschen? Nee. Wer klopft denn da schon wieder? Hallo Nachbar, nee. Geh mal weg. Oh ja, das ist abgeschlossen. Okay, perfekt. Kokettes Gefühl erforschen. Versetze dich in eine kokette Stimmung und führe romantische Interaktionen aus. Oh Mann. Dann werden wir mal... Joshua war ganz süß, ne? Mit Timothy haben wir jetzt immer noch nichts groß zu tun gehabt. Vielleicht laden wir einfach... Nee, Dominik war verheiratet, kritisch. Wir laden Caleb ein. Reicht es, wenn wir ihm eine kokette SMS schicken? Vielleicht reicht es ja schon. Dann muss er nicht extra kommen. 25% erledigt. Wir schicken ihm einfach noch 3 SMS. Nee, wir schicken einfach alle eine SMS. Dominik kriegt auch eine kokette SMS. Egal, dass er verheiratet ist. Das ist Hazel doch wurscht. Dann kriegt er noch eine kokette SMS. Und Koshishi kriegt auch noch eine kokette SMS. Ja, und Joshua sowieso, ne? Ich denke den ganzen Tag an dich. Du bist so wundervoll. Und jetzt schreibt sie dem Nächsten. Oh, ich denke den ganzen Tag an dich. Du bist so wundervoll. Und dem Nächsten. Oh, du bist so wundervoll. Dominik. Ausgerechnet der verheiratete Mann meldet sich. Nee, unser Wasserhahn tropft. Wir beschweren uns beim Vermieter. Oh, wie toll sieht eigentlich unser Vermieter aus. Nee, Daryl, ich habe keine Zeit. Süß, dass du dich bei mir meldest, aber geht nicht. Der Vermieter wird da jetzt
persönlich vorbeikommen? Ist das der Vermieter? Oder ist das jetzt der Techniker? Das ist der Vermieter. Okay. Bitten abzuhängen. Oh, das Outfit steht Ihnen ja wirklich ausgezeichnet. Ein ganz tolles Outfit. Und, also, Sie können gern ein bisschen bleiben, weil ich denke, die Arbeit ist sicher hart und so. Und ich kann Ihnen auch etwas zu essen machen. Dirk, darf ich Dirk sagen? Wird sie jetzt sagen. Und er sagt, ja, klar. Ja, das ist ja wirklich immer so stressig, die Arbeit als Vermieter. Oder, das stelle ich mir so vor, ich bin ja Schauspielerin. Oh, Schauspielerin, das wusste ich gar nicht. Ja, das habe ich nicht angegeben, weil ich gerade ja erst Schauspielerin geworden bin. Und das ist so ein toller Job, also wirklich, wirklich toll. Mhm. Dirk, möchtest du ein Keks? Ich habe ganz tolle Kekse gemacht. Ja, okay, ich stelle mal ein paar Kekse raus. Sie stellt ihm jetzt die Kekse vor die Nase. Du kannst gern einen von meinen Keksen essen. Nein, ist er gegangen? Nee, er ist noch da. Oh, jetzt habe ich die Kekse alle aufgegessen. Oh, das ist natürlich blöd. Wir werden mal mit ihm ein bisschen flirten. Vielleicht kriegen wir dann auch eine Vernachlässigung, wollte ich sagen. Einen Mietnachlass. Sie findet ihn auch noch sehr attraktiv. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er ist halt auch wirklich attraktiv, gell? Können wir mal drüber reden? Und das war vorher deine Wohnung, ja? Und er sagt jetzt, ja, ich habe hier gelebt. Meine Mom hat mir die Wohnung gekauft. Das ist so wundervoll. Ach, Moms sind einfach toll, nicht wahr? Sie ist schon wieder wütend. Wegen ihren unerfüllten Wünschen. Das ist so ein Dreck, ey. Sie will mit Erik flirten. Nee, jetzt mach mal deine Wünsche weg. Und mit Mick willst du auch nicht in die Wolken schauen. Das sag ich dir. Willst du nicht? Ich muss mich mehr auf ihre Wünsche konzentrieren, glaube ich. Sie hat da echt ein Problem mit. Was will sie tun? Spaß haben. Okay. Sie möchte Spaß haben? Was soll ich tun? Leute, ich hätte jetzt nicht direkt gesagt, lasst uns den Vermieter dingsen, aber sie will halt Spaß haben. Was soll man machen? Ich würde da jetzt auch einfach mal einen Musikplayer in die Wohnung stellen und ein bisschen Spaß haben mit dem Vermieter, weil das möchte sie halt tun. Was nehmen wir denn? So einen coolen Retro? Nee. Brauchen wir was Hazel-würdiges. Eine Jukebox oder was das für ein Ding auch immer ist. Gut, so ein Lautsprecher ist eigentlich ganz schick, ne? Ich glaube, bei ihr würde halt auch so ein Lautsprecher... Ach komm, wir nehmen so einen. Das passt einfach besser zu Hazel. Dann schmeißen wir doch mal die Musik an. Wir könnten auch mal ein bisschen unser Lichtverhältnis verbessern, ne? Wir haben immer noch kaum Lampen in der Wohnung. Ich mache noch ein paar Lampen hin. Ah, diese hier. Okay. Können wir uns auch eine tolle Tapete leisten? Komm, Hazel, wir schauen mal. Oh, die sieht toll aus. Oh, die ist richtig schön. Oh, das sieht irgendwie toll aus, oder? Gibt es das auch in Gelb? Oha, das sieht richtig cool aus. Wartet mal, machen wir das vielleicht so? Hä, voll hübsch, oder? Nicht? Doch, irgendwie schon. Okay, wir machen es doch so. Ja, doch, das ist schon irgendwie schön. Na. So, dann tanzen wir doch mal ein bisschen mit dem Boy hier. Ich lade ihn mal in eine Gruppe ein. Komm, wir führen eine Gruppeninteraktion aus. Zusammen tanzen. Das wird dir bestimmt auch gut tun. Ja, macht dir das jetzt Spaß? Komm, Hazel. Have fun. Und tanzt halt ohne ihn. Mann, Hazel ist buggy. Sie tanzt irgendwie nicht. Naja, dann. Dirk, dann müssen wir da jetzt leider andere... Nee, du bleibst. Da müssen wir jetzt andere Geschütze auffahren, Dirk. Wir fragen Dirk mal nach seiner Stimmung. Ja, Dirk, wie sieht's aus, du? Also, ich finde ja schon, dass du ein Süßling bist, ne? Und Dirk, meinst du, wenn ich wieder ein Problem in meiner Wohnung habe, möchtest du dann kommen und ein Rohr verlegen? Boah, Leute, der war schlecht. I know. Ich dachte nur, ihr wisst schon, ich lasse es. Aber ich werde einfach so ein bisschen mit ihm flirten, okay? Aber ich kenne mich da nicht so aus mit Handwerkern. Aber wir sagen jetzt einfach... Ach, du bist so lustig, Dirk. Ja, und das nächste Mal, wenn du kommst, wäre toll, wenn du dir die Leitung mal genauer anschaust, weil ich habe da so ein Klopfen unter meinem Bett. Och, wenn du schon da bist, vielleicht möchtest du gleich mal schauen. Du, das ist immer so eine Sache und ich verstehe das ja selbst nicht, aber... Oh mein Gott, oh, Entschuldigung. Oh, das ging wohl zu weit. Entschuldigung, Dirk. Ich wollte dich nicht so überrumpeln. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, weil, naja, weißt du, ich bin nicht so eine, die, naja, ihr Herz schnell verliert. Aber irgendwie, diese Anziehungskraft, die können wir nicht leugnen, oder? Ja, schau doch mal hier, dieses Geräusch unter meinem Bett und Dinge passieren. Wir gucken nicht zu. Dinge passieren. Ihr Spaßbedürfnis geht hoch. Wupp, wupp. Ich kümmere mich doch nur um ihre Bedürfnisse, damit sie nicht wieder eine Herzexplosion bekommt. Haben wir geschafft. Gut. Ja. Und sie möchte gerne über Ängste reden. Steh mal bitte auf. Ich war noch nicht fertig. Ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Hallo. Hallo, Dirk. Ich habe so Angst. Da ist so ein Zeichen auf meinem Fußboden. Das sieht aus, als wäre da jemand gestorben. Das macht mir wirklich Angst. Könntest du da mal nachschauen? So, das wird sie jetzt ihm noch sagen. Und ich guck mal, wo wir diese Interaktion jetzt ausführen können. Ich muss da echt besser drauf achten, Leute, ey. Über Ängste reden? Ja. Yep. Wir unterstützen ihn für seine Gesichtsbehaarung auf jeden Fall. Aber wo kann ich nach Komplimenten fischen? Ist Hazel auch sehr wichtig. Meinst du, Dirk, du könntest mir so einen ganz kleinen Mietnachlass geben? Ich hab's gar nicht einfach, so als werden das da, weißt du? Die Branche ist so hart und
ich verdiene immer noch nicht genug, weißt du. Leider, leider. Meinst du, du könntest mir finanziell ein bisschen entgegenkommen? Nur so ein kleines bisschen? Ja. Yeah. Wir haben einfach 500 Simoleons bekommen, Leute. Na klar bekommst du das zurück. Das ist doch gar keine Frage. Kein Cent würde er wiedersehen. Finde ich gut, dass wir von ihm einen Kredit bekommen haben. Ja, wir können nicht mit ihm über unsere Ängste reden, weil wir keine haben, scheinbar. Nee, hier gibt's leider nichts. Du musst jetzt aber bitte leider gehen. Ja, schade. Och, Mensch, ich habe mich so gefreut. Tschüss. Na, geh bitte. So, Hazel, warte mal ganz kurz, bevor du jetzt schlafen gehst. Kannst du noch mal gucken, ob du die Sachen jetzt verkaufen kannst? Kannst du nicht, dann reise ich kurz. Und es möchte noch jemand was kaufen, während ich am Reisen bin. Hab ich genau gesehen. Und dann werde ich gleich kurz speichern mal, damit nicht wieder was Schlimmes passiert. Boah, sie hat fürs Reisen jetzt 3 Stunden gebraucht. Das ist unten, unter ihrem Haus, ne? Oh mein Gott, jetzt will noch jemand was kaufen. Bitte lass es jetzt funktionieren. Dieses Pack ist so verbuggt, Leute. Mach's jetzt. Los. Okay. Next. Mach. Es ist Sommeranfang. Verkauf die Scheiße jetzt. Hazel? Ja? Mach du das. Verkaufst du jetzt. Gott sei Dank, Leute. Wir haben 5000 Simoleons. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Nee. Oh, da müssen wir wohl leider schon wieder den Vermieter anrufen. Hey, du, ich bin es schon wieder, Hazel. Ja, genau. Du musst leider nochmal kommen. Da ist etwas, da stimmt etwas nicht. Oh, Hazel, na klar, komme ich vorbei. Gerne. Okay, okay. Ja, schau es dir bitte einmal an. Ich will da keinen Stromschlag bekommen, weißt du? Das wäre wirklich schlimm, wenn mir etwas passiert. Ich mache uns Frühstück, ja? Oh, Frühstück bekomme ich. Toll. Wie er einfach herkommt und sich erstmal hinsetzt, ne? Wow. Und ich habe hier tatsächlich auch sowas wie Kakerlaken oder so etwas. Das ist schon ein bisschen eklig, ne? Ach, er kümmert sich schon. Gut. Mach du mal das Frühstück fertig, Hazel. Oh, sie muss gleich zur Arbeit. Okay. Aber wir haben ja alles erfüllt, also sollte das kein Problem sein. Warte mal, ist das jetzt ein Auftritt oder ein Casting? Ich verstehe immer nicht, ob wir jetzt einen Auftritt oder ein Casting haben, Leute. Ich weiß es immer nicht, ne? Scheinbar haben wir jetzt ein Casting. Nee, ein Auftritt. Was auch immer. Ihr wisst schon. Dinge halt. So, Hazel, hast halt leider kochen, ne? Wir kommen! Oh, unser nächster Auftritt. Wir machen das so gut jetzt. Passt einmal auf. Mhm. Wir werden rich durch den nächsten Auftritt. Und durch Trendy natürlich. Ja! Oh, Stella ist schon wieder da. Wow. Stella hat scheinbar auch einen Auftritt und wird schon wieder gehypt wie ein Star. Toll. Und unsere Hazel steht schon wieder da wie der letzte Noob, ey. Hazel, komm, wir machen das gut jetzt. Du musst dich zum Frisieren und Schminken anmelden und danach musst du dein Kostüm anziehen. Hazel, komm, wir machen das einfach toll. Hi, ich bin's wieder. Ja, ja. So, ich hätte heute gerne wirklich ein bezauberndes Make-up. Die Rolle ist mir wirklich sehr wichtig. Ja, okay. Selbstsicher. Oh, die Stimmung haben wir leider nicht, ne? Dann soll sie mal sich selbst motivieren dann noch. Was macht sie mit uns? Oh mein Gott. Okay. Thank you. For nothing, ey. Mhm. Zeig mal, Hazel, wie siehst du aus? Doch, eigentlich ganz cool, ne? So wie so ein Superheld irgendwie. Sie hat so ein tolles Gesicht, ey. Ein Donut. Okay. Nee, was war... Oh mein Gott, bist du schön! Ich wollte gerade sagen, das war kein Donut, das war ein Hotdog, aber jetzt ist sie wunderschön. Red bitte mal. Reden üben. Nein, wie nennt man's? Gesichts was? Geschichten erzählen üben. Oh nein, sie hatte wieder diesen ekligen Poseidon-Kuss, ey. Juckreiz im Schambereich. Nein, der Typ hat uns jetzt nicht mit irgendwas angesteckt. Ich habe die Wonderful Wimps, glaube ich, im Spiel und die kann Geschlechtskrankheiten verursachen. Die Sau, ey. Hat er uns jetzt mit irgendwas angesteckt? Das wäre richtig eklig. Schauspielen üben. Okay, dann mach das mal. Nein, jetzt fühlt sie sich zu unwohl. Girl. Nein, nein. Nein, nein. Was können wir tun, damit sie sich ganz schnell besser fühlt? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Kokettes Gefühl erforschen. Oh nein. Musik hören? Ja, das ist gut. Da ist gerade, glaube ich, eine Aufnahme. Nee, das ist der Kameramann und so, die unterhalten sich. Kann man das auch verlängern? Nee, nur Arbeit früher verlassen, okay. Oh, scheiße, ey. Wir müssen jetzt mit dem Produzent flirten, es geht nicht anders. Wir müssen ihre kokette Stimmung... Oh mein Gott, der Produzent. Komm, Hazel, mach irgendwas, damit der Juckreiz besser wird. Mick, geh weg! Ist auf jeden Fall ein tolles Set. Komm mal hierher. Ach, 2 Stunden unwohl. Das ist richtig kacke. Oh nein, sie hat Filzläuse. Von Pilzläusen befallen. Hazel Logan hat sich mit Pilzläusen, parasitären Insekten, die den menschlichen Genitalbereich befallen und intensiven Juckreiz verursachen, angesteckt. Typischerweise werden sie durch die Wuhu mit infizierten Sim oder durch das Schlafen in infizierten Betten übertragen. Filzläuse gehen nicht freiwillig weg, daher ist eine ordnungsgemäße Behandlung mit speziellen Medikamenten erforderlich. Cool. Ja, können wir jetzt halt leider nicht machen, weil... Och Mann, Hazel, ey. Auf Kommando weinen. Nichts hilft, Leute. Schauspielen üben. Oh mein Gott, wow. Mach's jetzt. Sie macht nichts. Okay, gleich hat sie es weg, zumindest mit dem Poseidon-Kuss. Vielleicht geht's dann. Ja, komm jetzt zurück, zurück.
zurück. Schauspiel üben, los. Du gehst jetzt sowas von Schauspielen üben. Perfekt. Okay, sie wird langsam auch müde, aber es ist mir ganz egal. Oh, Level 7 der Schauspielfähigkeit. Ich habe gar nicht mehr auf unser Bestreben geachtet. Geschichten erzählen. Los! Ja, wir möchten Freunde sein. Und dann machen wir Spaß. Oh mein Gott, unser Vermieter! Du hast uns angesteckt, Mann! Er hat einfach eine Techtelmechtel-Krankheit mitgeschleppt. Sag mal dir, kann das sein? Was machst du hier überhaupt? Kann es sein, dass du mich angesteckt hast? Ich bin frei von Techtelmechtel-Krankheiten. Oh, wieso? Hattest du noch mit jemand anderem geschlafen? Nein! Nein? Oh Leute, wir müssen den Auftritt abschließen jetzt. Oh mein Gott, wir haben's... Oh, wir verkacken den Auftritt leider. Wem müssen wir Bescheid sagen? Regisseur Bescheid sagen. Wer ist der Regisseur? Wo ist er? Produzent? Techniker? Kameramann? Produzentin? Hallo? Regisseur. Ich bin bereit, ja, für den Auftritt. Genau. Ja, kann losgehen. Geh auf die Bühne jetzt, Hazel! Hazel, geh auf die Bühne, Mann. Filmszene aufführen. Riskant aufwischen. Komm, wir schaffen's nicht. Okay, alle Szenen sind im Kasten. 1000 Simoleons. Oh ja, okay. War nicht so gut, aber okay, ne? Okay, wir gehen nach Hause, weil wir müssen unsere Filzläuse behandeln. Ja, das ist eklig, ne? Das müssen wir jetzt tun. Ich weiß nicht, von wem wir sie haben. Vielleicht von dem, mit dem wir vorher Liebe gemacht haben. Kann natürlich sein. Aber ich glaube, es war Dirk und der schwindelt uns an. Ja, doch. Wer weiß, wie viel Rohre der den ganzen Tag über verlegt. Du isst mal deinen Obstsalat auf. Newcomer! Hazel hat den Weg zum Ruhm eingeschlagen. Sie hat ihre ersten Ruhmpunkte erhalten. Mit Ruhmpunkten kannst du im Ruhm-Infofenster Ruhmvorteile erwerben. Sie kann aufgrund ihres neuen Ruhms jetzt eine Ruhmmarotte. Wie oft will man Ruhm in einem Dialog schreiben? Das weiß ich nicht so genau. Dabei handelt es sich um eigentümliche Verhaltensweisen, die auf der Grundlage ihrer Aktion entstehen. Ja, ha, ha. So, wo ist es denn, Hazel? Ruhm-Dings. Ruhmpunkte. Wow! So, was haben wir? Unternehmenspartner. Video hochladen, um den Ruhm zu erhöhen, um Geld zu verdienen. Hazel macht keine Videos. Networking. Leichte soziale Kontakte zu berühmten Sim-Knöpfen. Das finde ich sehr interessant. Oder bemerkenswert. Möglichkeit, zusätzlichen Ruhm durch Fähigkeiten und Karriere zu erhalten. Ich glaube, dass beides sehr interessant wäre. Ich glaube aber, dass sie eher das nehmen würde. Und was natürlich auch interessant wäre, ihr Lieben, wir haben ja gesagt, sie wird einen Regisseur verführen sozusagen, um Karriereleiter nach oben zu steigen. Und der soll auch schon ein bisschen älter sein und da haben wir ja schon die Geschichte geschrieben sozusagen. Es wäre ja aber auch interessant, wenn wir einfach einen Star finden würden, der schon irgendwie 3 Sterne hat und der ein bisschen älter ist. Das wäre natürlich auch interessant. Wobei der wahrscheinlich dann viel zu viel Geld mitbringt und wir dann viel zu schnell voranschreiten in der Geschichte. Aber das wäre natürlich auch irgendwie cool. So, aber sie kann sich ja trotzdem einflussreiche Freunde machen dann. Wir werden unser Dings jetzt hier auf Plopsi wieder anbieten. 6000 Simoleons einfach. Hammer. Ist richtig gut. Boah, Hazel, hey, da hast du aber jetzt ordentlich gepunktet. Wir nehmen direkt das nächste Casting an, weil wir sind Workaholic. Wie sie jetzt einfach den ganzen Tag ihr selbst designtes Outfit trägt auch, ne? Hazel ist einfach Newcomerin. Hi, Hazel wieder. Ja, ich hatte 2 wundervolle Auftritte. Ich suche den nächsten. Was haben wir hier? Die Kindheit der Miss Knautschgesicht. Oh, interessant. Level 3 der Geschick... Level 3 der Fitnessfähigkeit. Wir nehmen das hier an, das bringt viel Geld und wir haben schon eine hohe Fitnessfähigkeit. Vielleicht kann sie noch eine Runde joggen gehen und Poster sammeln. Wir müssen noch die Poster sammeln. Ich habe ganz vergessen, dass wir schon eine ganze Weile nicht mehr nach Postern geschaut haben. Wow, das ging total unter durch ihr Casting-Trubel-Dings. Aber wir wollen ja auch die Poster-Dings vervollständigen. Die Postersammlung. Und hier hinten irgendwo noch? Wo war das nächste? Wieso finde ich diese dritte Werbetafel eigentlich nie? Diese dritte Poster-Sache. Die ist immer weg. So, Hazel geht ein bisschen joggen. Toll, Hazel. Fertig joggen? Okay, jetzt stinkt sie ein bisschen. Und sie ist krass müde, ne? Das ist eine große Sache. Die Prognosen sind da und die Leute sagen, dass deine Leistung unerwartet und ordentlich war. Wie cool ist das denn? Du hast erfolgreich bei den echten TV-Shows mitgewirkt. Das ist so cool. Nee, Billy, wir können jetzt nicht. Wir müssen krasse Sachen machen und fast einschlafen. Oh mein Gott, Hazel fällt gleich um. Das eine Poster musst du noch holen. Dann kannst du nach Hause ins Bett gehen. Oh, krass, okay. Ich glaube, wir hatten beide Poster schon, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Wie sieht es aktuell aus mit den Postern? Wo sind die Poster? Nee, positive Poster? Nee, wo sind denn unsere Poster? Ach, hier. Nee, das hatten wir noch nicht. Doch, das hatten wir. Okay. Mhm. Uns fehlen nicht mehr viele. Schneller, Hazel, geh schnell nach Hause. Du fühlst dich nicht so. Heiße Tagträume. Genau. So, Binde verwenden, dann gehst du einmal duschen und dann gehst du ins Bett. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig für Hazel, ne? Ist ein bisschen müde geworden. Macht nix so Schlimmes. Jetzt mach mal schon. So, Hazel. Oh, die Nachbarn sind laut. Nein! Oh. Ja, da braucht man einen Reparaturservice. Da müssen wir gegen die Tür trommeln. Ja, Hazel mag Geschicklichkeit nicht, das ist mir schon klar. Beschwer dich mal, Hazel, komm. Ja, wo bleibt denn der Reparaturmensch? Hazel macht sich gleich in die Hose, wenn der jetzt nicht kommt. Ja, da musst du es selbst versuchen, Girl. Sonst ist gleich rum. Es geht nicht anders. Oh Gott, sie macht sich gleich sowas von in die Hose. Nein! Oh mein Gott, Hazel, es tut mir so leid, ey. Nein! Oh Mann!
und ich bin so schlecht. Ein Sim, Leute. Ich habe hier einen Sim, um den ich mich kümmern muss. Es tut mir leid, Hazel. Geh duschen jetzt und dann gehst du schlafen. Komm jetzt. Mann, Mann, Mann. So eine Badewanne wäre auch mal cool, ne? Vielleicht muss ich ihr eine Badewanne besorgen. Und morgen muss sie unbedingt mal wieder ins Fitnessstudio gehen. Da kann sie sich auch massieren lassen. Das tut ihr bestimmt gut. Oh, wir haben morgen schon dieses Casting. Oh Gott. Oh nein. Ja gut, sie schläft jetzt halt bis in die Puppen, ne? Was ist das für ein Tag? Rabatttag? Ja, da kaufen wir jetzt gleich eine Badewanne, ne? Doch, doch. Jetzt schlaf erstmal aus. Naja, gut. 378 Simoleons ist ja in Ordnung. Das ist nicht so viel Geld. Das können wir mal eben kurz bezahlen. Promi-Reinigung buchen? Bei einer Reinigung werden die aktuellen Ruhmvorteile von Hazel entfernt und sie hält alle Ruhmpunkte zurück. Ey, krass. Wir bezahlen die Rechnung. Haben wir noch irgendwas zum Essen? Ja, ich glaube schon, ne? Und ich glaube, wir bauen ihr da jetzt mal eine Badewanne ein. Wir haben eine Maus im Haus. Igitt. Achso, hast du immer noch die Filzläuse eigentlich? Oh nein, ja, hat sie! Leute, wir müssen ganz schnell die Dings buchen. Ich habe es ganz vergessen. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Wonderful Store besuchen, da kann man nämlich so ein Waschmittel holen. Mach das mal schnell. Genau, wir holen das Shampoo gegen Filzläuse. Das kommt davon, wenn du so viele wechselnde Partner hast, Girl. Da muss man noch ein bisschen aufpassen, ne? Rashi, wir haben keine Zeit. So, jetzt geh mal duschen. Und dann kann sie das Shampoo nämlich in der Dusche anwenden. Hazel Logan hat das Shampoo gegen Filzläuse angewendet und wehrt alle mürrischen, aussehenden Insekten ab, die in der Nähe ihres Genitaliens leben. Durch die starke Wirkung des Shampoos muss sie für einige Zeit keine Angst mehr haben, sich wieder mit Filzläusen anzustecken. Das ist schon mal gut, ne? So, Hazel braucht ein bisschen Spaß. Vielleicht kann sie ein bisschen tanzen. Warum kriegt sie immer eine Last Exception, wenn sie tanzt? Das ist ein bisschen traurig. Liegt es daran, dass diese Box irgendwie da blöd steht oder so? Sollen wir sie mal hier hin machen? Ich mache mal unser Badezimmer. Geht es überhaupt? Doch, ja, geht. Ich mache mal unser Badezimmer ein bisschen größer. Und vielleicht auch mal andere Fliesen rein, weil die sind echt unschön, diese Fliesen, die wir gerade haben. Und eine Badewanne rein. Ich weiß gar nicht, ob das gehen würde, wenn wir es so stehen haben. Ehrlich gesagt. Hm, was nehmen wir denn da? Oh, die ist hübsch. Vielleicht können wir das alles ein bisschen tauschen. Ich glaube, das sollte reichen. Mal ein neues Waschbecken. Wir dürfen jetzt nicht zu viel Geld ausgeben, weil so viel haben wir nicht. Aber so ein Mühchen halt, ne? Dass es ein bisschen moderner wird. Bisschen mehr Hazel und Sandra. Oh, die sind hübsch, die Fliesen. Boah, wir haben auch gar kein Licht im Bad. Kann das sein? Das muss ich auch mal ändern. Wir brauchen mal ein bisschen Licht im Bad. Oh, das ist ja nice. Das mache ich hier hin. Das ist voll ihr Stil, ey. Okay. Ja, so ist cool. Okay, und noch eine andere Tapete. Wow. Noch einen kleinen Teppich. Oh, das ist ja auch geil, der Boden. Oha. Ich habe mir noch gar nicht alles angeschaut von unserem letzten CC-Shopping tatsächlich. Ich entdecke hier gerade ein paar Sachen. Was ist denn das? Aha. Okay, ich glaube, es wird kein Teppich fürs Bad, aber das ist doch schon mal schön, ne? Doch, doch. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Kannst du jetzt bitte mal tanzen? Zum Glück haben wir den Rabatttag ausgenutzt. Dann kriegen wir wenigstens Geld zurück. Ja, jetzt geht's. Dann war das blöd gestellt, dieses Ding. So, wann muss sie zum Casting? Also das machen wir jetzt auf jeden Fall noch in diesem Part des Casting. Sie muss um 19 Uhr. Das heißt, wir werden vorher anfangen mit... Was seid ihr denn jetzt für Leute? Oh mein Gott, das sind Fans! Nee, das ist meine Mom. Wir sind nicht zu Hause. Ich dachte, wir sind Fans. Hä, wie kann sie sich denn jetzt nochmal selbst cool finden? Flirtlaune, nee. Sich frisch machen, nee. Selbstsicher. Wir wollen selbstsicher werden. Wie werden wir nochmal selbstsicher, Hazel? Dann üb noch ein bisschen Schauspielen vielleicht. Traurig? Sinn des Lebens? Leute, gegen einen Geist kämpfen? Ach, Hazel, ey. Du hast doch gerade getanzt. Wieso bist denn du jetzt so sad? Das ist jetzt nicht so gut, dass du so sad bist. Nö. Wie kriege ich sie denn in Partystimmung? Sich selbst Zuspruch geben, das ist gut. Sie ist schon wieder sauer. Neue Marotte. Emotionsbombe. Oh mein Gott. Verliert durch Traurigkeit oder Wut die emotionale Kontrolle. Sehr traurig oder sehr wütend sein. Wenn sich die Welt um dich dreht, ist es leicht, das emotionale Zentrum des eigenen Universums zu werden. Diese Promis rasten bei kleinsten Ärgernissen aus und werden wütend. Wenn sie traurig sind, muss die Welt stillstehen, damit sie ihre Gefühle verarbeiten können. Diese heftigen Ausbrüche dauern nicht lange. Nach einem emotionalen Zusammenbruch verhalten sie sich, als wäre gar nichts geschehen. Ja, Hazel. Das bist du. Jetzt müssen wir zum Casting. Sehr wütend. Das wird ein super Casting. Nee, Dirk, geh weg. Du hast uns Filzläuse mit nach Hause gebracht. Und? Ich glaube, wir haben die Rolle, ne? Haben wir die Rolle? Ja! Okay, wir haben die Rolle. Was? Du hast vielleicht einen Großonkel, der im Casino-Büro die Strippen für dich zieht. Ich habe einfach nur Strippen gelesen und dachte, so, was will dieser Mann von uns? Wow. Okay, meine Lieben, das war Part 19 und Part 20 werden wir also wieder einen Auftritt machen. Wir werden richtig rich bald und ich denke, dass es auch gar nicht mehr so lange dauern wird, bis wir unser Apartment wirklich mal richtig renovieren, beziehungsweise schon mal so langsam überlegen, ob wir ein bisschen umziehen wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen Apartment-Hopping macht, bis sie dann endlich in die Hills ziehen kann. Ich werde doch die Techtelmechtel mit euch zusammen verführen. Und oder vollführen, voll, also machen. Und dann werden wir so langsam aber sicher mal den Regisseur anbaggern. Und da freue ich mich auch schon drauf. Der kriegt dann natürlich auch noch ein Umstyling und so weiter, damit er gut zu unserer Geschichte passt. Ich hoffe sehr, euch hat dieser Part gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen und Tschüssli.